drücken dir alle die Daumen! Regina Heimisch! Ich möchte Ihnen die Kontrahentinnen vorstellen. In der blauen Ecke. Sie ist 22 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 50,7 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,60 Meter. Ihr Kampfrekord 19 Kämpfe, 14 Siege, davon 4 durch K.O. In ihrer Ecke ihr Bruder Keel Reed, ihr Onkel Kevin Reed sowie ihr Trainer Chris Ben Chavchavetti. Aus Las Vegas, die Herausforderin Elena Baby Doll Reed. In der roten Ecke, sie ist 27 Jahre alt, ihr Kampfgewicht ebenfalls 50,7 Kilogramm, sie ist 1,60 Meter groß. Ihr eindrucksvoller Kampfrekord, 46 Kämpfe, 45 Siege, davon 15 durch K.O. In ihrer Ecke. In ihrer Ecke Peter Tiepholz, Karl-Heinz Neu sowie ihr Trainer Thorsten Schmitz. Aus Karlsruhe die Weltmeisterin Regina Heimisch. Heimisch mit dem entschlossenen Blick. Sie ist im Tunnel vor diesem Fight gegen Elena Reed, die uns verzaubert hat mit einem smarten, schönen Lächeln hier am späten Abend. Thorsten Schmitz, seit 8 Jahren ist er der verantwortliche Trainer an der Seite der Weltmeisterin. Heute bereits eine stolze Zahl, der 36. WM-Kampf. Die Haare zweckmäßig geflochten, das dauert auch so eine knappe Dreiviertelstunde. Am späten Nachmittag ist das gemacht worden. Jetzt geht's zum Staredown, zum letzten intensiven Blickkontakt zwischen den beiden Damen, bevor es losgeht. Elena? Okay, I spoke to both of you in the dressing rooms. Obey my commands at all time, protect yourself at all time and give the best you can. You are the best two girls in this division. I want you to show this tonight, okay? Give the best you can. Boxen im Zweiten, präsentiert von Hasseröder Premiumpilz. Die Instruktionen durch Daniel van der Wiede, der noch einmal die Handschuhe kontrolliert. Der Belgier, ein erfahrener Mann, wohl der Beste in Europa, steht bereits zum 16. Mal gemeinsam mit Regina Heimisch im Ring. Die Amerikanerin Elena Reed heute zum ersten Mal. Es geht um die Weltmeisterschaft im Fliegengewicht. In der Gewichtsklasse bis 50,802 Kilogramm angesetzt dieser Fight. Wie bei den Damen üblich, 10 Runden à 2 Minuten. Wir sehen es gleich. Die Amerikanerin in der Rechtsauslage. Fuß an Fuß also hier. Diese Begegnung zwischen der deutschen Weltmeisterin und der in rosa-rot gekleideten Dame aus Las Vegas. Die junge Amerikanerin ist die Nummer 1 der Weltrangliste. Regina Heimisch hat gesagt, es waren schon viele hier in Deutschland, die mir den WM-Titel abknüpfen wollten. Ich bin auf alles vorbereitet und gefasst. 8 Wochen hat sie sich vorbereitet auf diesen Fight. Die letzten 5 intensiven Sparringswochen dann in Berlin, in der Heimatstadt ihres Trainers Thorsten Schmitz. Beides Angriffsboxerinnen. Das ist ihre Mentalität, ihr Naturell.
aber auch Regina Halmich, die in den letzten drei Jahren ungemein dazugelernt hat, boxerisch die boxerische Linie stark verbessert hat und versucht hier von Beginn an mit der Führungshand auch den Kampf zu dominieren, aus der Distanz das Gefecht zu bestimmen. Es ist bereits der dritte Kampf für Halmich in diesem Jahr, der erste für Elena Reed in diesem Jahr. Sie hat seit 11 Monaten nicht mehr geboxt und wirkt auch zu Beginn dieser ersten Runde etwas langsamer in ihren Aktionen als die Weltmeisterin. Das ist auffällig. Was das war? Stehen, so wie zum Schluss. Gab's aber nicht auch. Nur links, rechts. Du brauchst nur eigentlich nur mit zwei Händen arbeiten. Wenn sie steht, mit drei. Sonst einfach nur links, links, rechts. Und wenn du selbst gehst, einfach links, rechts rein. Mehr nicht. Hm? Keine Aufwärtshaube, nichts. Nein. Brauchst du die? Du kommst auch so nicht rein jetzt. Stell dich hin und dann einfach links, rechts. Links, links, fintieren wieder, bis ihre Hände dann irgendwie dann rein. Das sind doch herrliche Dialoge, liebe Zuschauer, zwischen Thorsten Schmitz und Regina Halmich, die immer die Bestätigung sucht, gerade in den ersten Runden, ob sie denn alles richtig macht. Sie will perfekt boxen, sie will die Leute begeistern und überzeugen. So ist sie schon seit Jahren und Thorsten Schmidt kann damit glänzend umgehen und gibt die entscheidenden Tipps. Also links, rechts, keine Aufwärtshaken, sonst wird er nichts sehen. Das reicht aus, meint er hier zu Beginn gegen die Amerikanerin. Aber es ist nun wahrlich kein Novo mehr für Halmich, hier gegen eine Rechtsauslegerin zu boxen. Das hat sie nun oft genug bewiesen, dass sie das kann in ihrer glanzvollen Karriere. Sie hat sich darauf eingestellt. Bei der Rechtsauslage noch einmal zur Erklärung. Rechts dann die Führungshand, links die Schlaghand. Einfach erklärt, das sind meist Linkshänder, die in der Rechtsauslage boxen. Die linke Hand ist die starke, die Schlaghand. Die Amerikanerin, die versucht hier mitzuschlagen, versucht nach vorne zu kommen. Guter Treffer von Halmich mit der Führungshand. Erneut stark von Regina Halmich, die hier gerade auch in den ersten beiden Runden gutes Auge beweist und gutes Timing, besseres Distanzgefühl als ihre Gegnerin. Also Lob vom Trainer und ihrem Lebensgefährten in der Ecke, der 32-jährige Mann aus Phoenix, der Elena Reed dort betreut, und sie lobt für eine glanzvolle Runde. Sie war gut, 2 Bezonen besser als sie.